Da die wenigsten von uns einen Doktortitel in Thermodynamik haben, möchten wir heute mit einem kleinen Exkurs in Sachen Kältetechnik beginnen und begeben uns dazu an die Stirnwand der rollenden Kühlschränke. Die Hauptkomponenten im Kältekreislauf sind der Verdampfer, der Verdichter, der Verflüssiger und ein Druckminderventil. Verdampfer und Verflüssiger sind Wärmetauscherflächen, genau wie euer Kühler am Fahrzeug, mit möglichst großer Oberfläche. Im Kältekreislauf zirkuliert ein Kältemittel, das schon bei deutlich unter minus 20 Grad Celsius siedet bzw. verdampft. Und das geschieht, wen wundert's, im Verdampfer. Die dafür notwendige Energie, sprich Wärme, wird dem Laderaum entzogen und im Kältemittel Dampf gespeichert. Der Verdichter saugt dann den Kältemitteldampf an, komprimiert ihn auf rund 30 Bar und erhitzt ihn auf gut 60 Grad Celsius. Im Verflüssiger kann dann dieser stark überhitzte Kältemitteldampf seine Energie wieder an die deutlich niedrigere Umgebungstemperatur abgeben. Der Kältemitteldampf wird dabei verflüssigt, bleibt aber auf diesem sehr hohen Druckniveau. Und in dem sogenannten Druckminderventil oder Expansionsventil wird dieses flüssige Kältemittel dann auf 2 bis 3 Bar entspannt und kann wieder in den Verdampfer eingespritzt werden. Jetzt ist der Kältekreislauf wieder geschlossen und die transportierten Äpfel können schön cool bleiben. Sie im Übrigen auch.